Herzlich willkommen auf dem Kanal von Energielösung. Mein Name ist Basti und heute gucken wir uns mal die besten FAQs von unserer Website aus der Kategorie Allgemeine Fragen zum Laden an. Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybride und Hybridfahrzeuge unterscheiden sich in der Art und Weise ihrer Konzeption des Antriebsstrangs. Ein Elektrofahrzeug hat eine Batterie und einen Elektromotor und hat keinen Verbrenner und kann somit nur rein elektrisch fahren und wird geladen an beispielsweise einer Wallbox oder auch an einem Hypercharger, wo sie dann mit Gleichstrom versorgt wird. Ein Plug-in-Hybrid hat einen Verbrennungsmotor und eine Batterie und diese Batterie kann auch geladen werden, zum Beispiel eben auch wieder an einer Wallbox oder an einem Hypercharger. Dabei nutzen beide Fahrzeuge beim Bremsen die Bremsenergie zurück und speisen sie in die Batterie und diese wird dadurch ein bisschen geladen. Das Hybridfahrzeug, also ohne Plug-in, das hat die Möglichkeit des Ladens an der Wallbox oder an dem Hypercharger nicht und kann nur, wie die anderen beiden Fahrzeuge, die Energie des Bremsens zurückgewinnen und speist somit wieder Energie zurück in seine Batterie. Es gibt insgesamt zwei Möglichkeiten, wo ihr euer Elektroauto laden könnt. Einmal privates Laden, einmal öffentliches Laden. Beim privaten Laden, wie der Name schon sagt, habt ihr zu Hause in eurem privaten Umfeld, da wo ihr euer Elektroauto abstellt, eine Wallbox installiert und könnt dann euer Elektroauto anstecken zum Laden. Wahlweise wäre das Ganze auch noch möglich beim Arbeitgeber, dort handelt es sich auch um privates Laden, wenn das eben nicht öffentlich zugänglich ist. Dann gibt es noch öffentliches Laden, das sind dann diese Ladesäulen, die an Supermärkten, an Bahnhöfen, an Raststätten stehen, wo ihr mit einer RFID-Karte oder mit einer App das Ganze entsperren könnt und der Ladevorgang gestartet werden kann. Dabei handelt es sich um öffentliches Laden. Teilweise kann man hier auch noch den Ladevorgang starten ohne die App oder ohne eine RFID-Karte. Das nennt sich dann Ad-Hoc-Laden, dort hält man seine Kreditkarte hin, dann sind aber meist die Ladetarife etwas teurer. Es gibt insgesamt vier verschiedene Lademodi. Der Mode 1 ist ein veralteter Standard und auf den gehe ich nicht mehr weiter ein. Der Mode 2 beschreibt das Laden einer mobilen Ladestation. Das sind diese Ladestationen, die ihr mitbekommt, wenn ihr euer Elektroauto oder euren Plug-in-Hybriden kauft. Das ist dieses Kabel, wo diese Box noch in der Mitte eingebaut ist. Und das ist eine ICCP, das ist eine In-Cable-Control-Box. Und diese regelt und steuert euren Ladevorgang, sodass das Ganze sicher abläuft. Die kann man teilweise an einer CEE-Steckdose oder an einem Schuko-Stecker anstecken und danach variiert sich auch dann die Leistung, die übertragen werden kann, denn an der Schuko-Steckdose ist das Ganze einphasig und somit können maximal 3,7 kW übertragen werden. Dann gibt es noch das Mode 3 Laden, das ist dieses klassische Laden an der heimischen Wallbox oder auch an der öffentlichen Wallbox, die mit Wechselstrom arbeitet. Das heißt, ihr habt die Wallbox, die schon die Steuerung für euch übernimmt. Die sorgt dafür, dass das Ganze dann sicher ist. Ihr habt das Kabel und steckt das einfach nur noch an euer Elektroauto an und dann wird geladen. Dann gibt es noch Laden mit Mode 4 und Mode 4 bedeutet, ihr habt Gleichstromladen. Das ist zum Beispiel das Laden an einem HPC-Lader, die häufig an der Autobahn stehen, wo ihr dann den CCS-Stecker in euer Auto einsteckt und ihr dann Gleichstrom bekommt und dann mit bis zu 350 kW laden könnt. In Europa ist der CCS-Stecker Typ 2 am meisten verbreitet. CCS steht für Combined Charging System und dabei haben wir zwei Teile des Steckers und zwar nämlich den oberen Teil, der auch schon bekannt ist aus den ganzen Wechselstromladern und den unteren Teil, der bekannt ist aus dem Gleichstromladen. CCS wird dann verwendet bei den Einheiten des HPC-Chargers, wo man diese großen Ladepistolen hat und dabei wird dann Gleichstrom übertragen. Ja, wie ich schon gesagt habe, den oberen Teil, den man kennt aus den Lademöglichkeiten des Wechselstromladens, zum Beispiel an der heimischen Wallbox, den gibt es in der Typ 1 und in der Typ 2 Ausführung. Typ 1 Ausführung ist für den amerikanischen Markt und Typ 2 Ausführung ist für den europäischen Markt. Dann gibt es noch den CHAdeMO-Stecker. Das ist ein Standard, den es ja eigentlich nur in Japan gibt. Das wurde für japanische Fahrzeuge entwickelt, beispielsweise der Nissan Leaf hat das. Und auch diese Stecker sind in Deutschland vertreten, werden aber nicht so oft genutzt. Das Laden eines Elektroautos ist grundsätzlich vollkommen sicher. Dafür sorgen verschiedene Sicherheitsmechanismen und Normen. Wenn zu Hause die Wallbox von einer Elektrofachkraft installiert wurde, dann geht auch von der Installation keine Gefahr aus. Wenn man eine mobile Ladelösung nutzt, dann sollte man darauf achten, dass die Steckdose, an der das Ganze angeschlossen ist, von einem Elektrofachbetrieb abgenommen wurde und dafür ausgelegt ist. Dann ist auch diese Möglichkeit vollkommen sicher. Ladestecker von Typ 2 und Typ 1 werden während des Ladevorgangs sowohl im Elektrofahrzeug wie auch in der Wallbox verriegelt. Das ist auch deutlich hörbar durch einen mechanischen Klick, da das Ganze mechanisch funktioniert.
Bei den mobilen Ladelösungen, die zum Beispiel an einer Schuko-Steckdose oder an einer CEE-Dose angesteckt sind, kann natürlich der Stecker während des Ladevorgangs herausgezogen werden. Aber hierbei ist es natürlich wichtig zu erwähnen, dass die Schuko-Steckdose und der CEE-Stecker so entwickelt wurden, dass auch während eines Ladevorgangs das Ganze rausgezogen werden kann und das Ganze trotzdem vollkommen sicher ist. Der Ladevorgang beginnt erst dann, wenn das Ladekabel in das Elektroauto eingesteckt wurde. Dabei ist es bei manchen Wallboxen so, dass der Ladevorgang dann sofort beginnt, ohne dass noch etwas weiteres gemacht werden muss, aber je nach Einstellung kann es auch sein, dass erst noch eine RFID-Karte hingehalten werden muss oder der Ladevorgang in der App gestartet wird. An öffentlichen Ladesäulen wird das Ganze immer erst gestartet, wenn eine RFID-Karte hingehalten wurde oder per App der Ladevorgang gestartet wurde. Ansonsten ist das dann so, wenn der Ladevorgang beginnt, dann hat man davor noch eine Initialisierung, das heißt, das Elektroauto kommuniziert mit der Ladesäule, ob das Kabel richtig verriegelt ist, ob das Kabel keinen Fehler hat und erst dann wird der Ladevorgang gestartet. Das sieht man auch oft signalisiert durch eine beispielsweise pulsierende LED in der Ladeöffnung des Elektroautos oder auch an einem Licht an der Wallbox. Beendet wird das Ganze, wenn die Batterie voll geladen ist oder es gibt teilweise auch einen Knopf an Wallboxen, um den Ladevorgang zu beenden oder im Innenraum des Fahrzeugs oder in der Klappe des Ladeanschlusses am Fahrzeug. Und bei manchen Herstellern ist es so, dass ein Knopf am Schlüssel verfügbar ist, über den man das Ganze auch beenden kann. Bei Volkswagen beispielsweise kann man durch das Klicken zweifach auf den Knopf des Öffnens am Funkschlüssel den Ladevorgang beenden. Die Ladeleistung hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Am wichtigsten sind hierbei die Herstellerangaben für Wechsel- und Gleichstromladen. Beim Wechselstromladen, also dem klassischen Laden zu Hause mit der Wallbox, dort wird der Strom, der ins Auto kommt, erstmal gleichgerichtet, sodass es sich um Gleichstrom handelt, denn die Batterie benötigt immer Gleichstrom. Das macht der Onboard-Charger und der Onboard-Charger gibt damit auch vor, wie viel Leistung maximal aufgenommen werden kann. Wenn der Onboard-Charger maximal 11 kW verarbeiten kann, dann kann auch an einer 22 kW Wallbox nicht mehr Leistung geladen werden. Genauso verhält sich es natürlich auch beim Gleichstromladen. Wenn hier die Herstellerangabe bei beispielsweise 100 kW liegt, dann können auch an einer 350 kW Ladesäule nicht mehr Ladeleistung aufgenommen werden. Die Dauer des Ladevorgangs hängt von der aufgenommenen Ladeleistung ab. Wenn das Elektroauto an der heimischen Wechselstrom-Wallbox 11 kW maximal aufnehmen kann und wir stecken das Auto in eine 11 kW Wallbox an, dann wäre eine 44 kWh große Batterie von 0 auf 100% in 4 Stunden geladen. Nicht ganz so trivial verhält sich hierbei beim Gleichstromladen, beispielsweise an einem HPC-Lader. Wenn das Auto maximal 100 kW aufnehmen kann, dann ist eine 50 kWh Batterie nicht in einer halben Stunde voll, denn je voller eine Batterie ist, desto weniger Ladeleistung kann sie aufnehmen. Hier einfach mal bei den Herstellerangaben nachgucken. Diese geben Angaben immer raus für 10 bis 80% und diese sind keine Rechenwerte, sondern Messwerte und entsprechen somit auch der Realität. Das waren die Antworten zu unseren FAQs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar schreiben und natürlich abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!